geschafft. Sehr gut. Boah. OMG. Oh Gott, was für ein Schock, ey, mitten in der Nacht. Oh. Ganz Deutschland ist aufgewacht. Opa Rainer. Kannst du doch nicht springen, sowas. 100 Bits, das ist nett, aber dieser Sound immer. Vielen Dank für deine Spende. Jo, ich hoffe, ihr seid wieder alle wach. Es war gerade so gechillt, 2 Uhr nachts, aber nein. Wir dachten, wir hätten die Gorgo endlich besiegt. Schließlich hat die Balliste auch ihre Brust durchbohrt. Aber das machte sie nur noch wilder. Okay. Als das Gebrüll verstummt ist, hat sie erneut angegriffen. Viele von uns wurden getötet. Ich hoffe, unser nächster Angriff wird der letzte sein. Die hat gar keine Beine mehr, oder? Na, ich sag mal so. Dann war das wohl doch nichts mit der Brust, was? Oder? Na, mal gucken, wie wir weiter vorankommen. Ja, für alle, die gerade an dem Sound sich erschrocken haben oder für alle, die diesen Sound noch nicht kennen, ihr könnt mit dem Sound Manager hier auch so Sounds abspielen, wenn ihr Bits von Twitch habt. Und ihr könnt auch hier cheeren und damit Sticker auf das ganze Bild hier packen. Nämlich mit dem Sticker Manager. Also, das ist das Gute bei mir auf dem Kanal. Ihr könnt Spaß haben, aber man kann sich auch erschrecken mit den Sounds. Also, für jeden was dabei. Spaß oder Erschrecken, Horror oder Fun. Genau. Und Opa Rainer ist auch Top 1 Cheerer. Es gibt ja hier bei mir so eine Cheering-Liste über den Chat, da sieht man. Und da ist auch nochmal eine Demonstration für den Sticker von Opa Rainer. Der LOL-Sticker klebt jetzt auf dem Bild. Danke für die 25 Bits. Und wie gesagt, diese Top-Cheerer-Liste zeigt, wer denn so alles in den Top 10 ist, wer hier schon alles gecheert hat. Einen gewissen Betrag. Und dafür nochmal Dank an den Vereine auf dem ersten Platz mit über 70.000 Bits. Das ist eine heftige Summe. Ja, aber auch andere können da rein mit viel weniger. Ja, ich glaube, ab 250 ist man dann in der Liste schon drin. Von daher, nicht jeder muss 70.000. Wäre natürlich cool, aber muss nicht. Und dann gibt es noch die Top-Geschenk-Abos. Und Opa Rainer hat heute an Sorius935 ein Abo verschenkt. Vielen Dank da nochmal an Opa Rainer. Und Xario hat heute ein Abo abgeschlossen. Ein neuer Abonnent. Vielen lieben Dank. Und damit hat Opa Rainer auch schon 124 Abos verschenkt. Ist damit auf dem zweiten Platz bei den verschenkten Abos. Auch dort ganz weit oben. Vielen lieben Dank auch hier nochmal Opa Rainer. Auf dem ersten Platz ist es PandaTeddy71 mit 137 verschenkten Abos. Und der dritte Platz ist Metasmith mit 21 verschenkten Abos. Vielen Dank dafür nochmal, dass ihr auch hier der Community was Gutes tut. So, sind wir denn jetzt bald durch? Ist es denn noch bald? Haben wir es denn jetzt bald? Wir halten irgendwie jetzt ein bisschen mehr aus hier. Ich muss hier jetzt aber, glaube ich, irgendwo nochmal Mokoko-Samen holen. Da müssen wir noch ein bisschen drauf aufpassen jetzt. Ja, hier müssten noch irgendwo zwei sein. Ups. Der hat mich gut erwischt. Hier müssen wir lang. Ist eigentlich sehr gut zu sehen, dass hier Mokoko-Samen sind. Ja. Was ist das? Da leuchtet was. Hui. Ja, so ein Cast von Namen sieht auch mal heftig aus. Ja, mit dem. Den Diamant können wir aber nichts machen. Der leuchtet zwar interessant. Naja, aber gut. Wenigstens haben wir ihn gefunden. Und jetzt kommen noch zwei Mokoko-Samen auf den Weg. Was müssen wir jetzt eigentlich hier machen? Ich quere das Gebiet der fallenden Gesteinsklette auf dem Hügel. Ich glaube, da geht's weiter, ne?
Oh, zwei nehmt. Dürfte aber auch machbar sein. Ja, läuft. Boah, aber was hier? Guckt euch das mal an hier, wie viele Leichen hier rumliegen. Die hat ganz schön hier gewütet, die Gorogo, also. Eigentlich will ich die ja nicht treffen, ne? Da müssen wir uns, glaube ich, ganz schön mit anlegen. Mit der Dame. Oder Herr? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Ist das sowas wie eine Medusa? Eine Gorgone? So aus der griechischen Mythologie. Mir geht's gut. Da ich nun weiß, was passiert ist, bin ich irgendwie ruhiger. Mein Verstand war nie klarer. Ich weiß, dass ich das Herz dieses verfluchten Monsters durchbohren kann. Für das Wohl aller muss ich diese Bestie besiegen. Es klingt verrückt, aber ich glaube, mit dir an meiner Seite schaffe ich das. Die Gorgo kann fliegen, deswegen ist es schwer, sie aufzuspüren. Dieses Gebiet ist zu groß, um es zu durchsuchen. Unsere beste Möglichkeit besteht darin, sie mit einem Köder anzulocken. Wir lassen sie einfach zu uns kommen. Trolle sind ihre Lieblingsspeise. Beschaffen wir einen Eimer voll mit Trollblut und nutzen das als Köder. Okay. Na dann quetschen wir mal ein paar Trolle aus, oder? Trollmus. Trollmixer. Sehr schön. Versprühe das Trollblut. Ah, noch den letzten Mokokosamen schnell hier. Und damit haben wir es. Ja. Alle erledigt. Beim nächsten Mal können wir einfach hier durchrushen im schweren Modus. Oh oh. Ich glaube, der Boss kommt. Ja, gut. Noch ein bisschen. Du witterst das Blut, nicht wahr? Fast. Ja, fast. Ja! Ein Drache, was? Jetzt! Ich kann was ganz anderes vorstellen. Balanka Waldläufer haben immer das letzte Wort. Jetzt können unsere Brüder in Frieden ruhen. Dieses Nest wurde unlängst gebaut. Seiner Flugroute nach zu urteilen und dem Schmutz daran, kam es aus dem Balanka-Gebirge. Von dort her weht ein blutgetränkter Wind. Die dunkle Aura bleibt bestehen. Jo, und damit haben wir wieder was geschafft. Das Dungeon ist durch. Und wir haben da, genau, jetzt hier Nest einer Gorgo auf Easy Mode geschafft. Ja, wie geht die Quest weiter? Verabschiede dich von Pyler. Okay, machen wir. Wir können raus aus dem ganzen Gebiet jetzt hier. So, einfach nur vor die Tür. Das kriegen wir hin. Machen wir. Nein, falscher Song. Ja, viel grüner Krimskrams gedroppt, ne? War jetzt nicht so das mega coole Zeug bei, aber egal. Hauptsache, der Abenteuerfoliant geht weiter. Und wir kriegen ein bisschen was abgearbeitet.
So, Peiler, das war's erstmal. Meine Brüder und Schwestern, ruhet in Frieden. Diese Narbe wird mich den Rest meiner Tage an euch erinnern. Okay. Ohne deine Hilfe hätte ich die Gorgo nicht bezwingen können. Danke. Ich sollte jetzt besser zurückgehen und Billy helfen. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder. Die Quest ist immer noch nicht fertig. Doch, wir sollen in der Abenteuergilde Bescheid geben. Ja, möchtet ihr noch den schweren Modus sehen oder sollen wir uns mit neuen Inhalten beschäftigen, mit weiteren Inhalten? Mal die Schildkröteninsel erledigen und was sonst noch so anfällt. Oder möchtet ihr noch die schweren Modi sehen? Ihr könnt mitentscheiden, einfach in den Chat schreiben. Abstimmung brauchen wir jetzt nicht dafür. Das kriegen wir auch so hin, glaube ich. Wir sind ja keine 75 Leute, kann ich das für eine Gildenmarke haben? Überlegen müssen. Schreibt es einfach in den Chat, was ihr gerne sehen würdet jetzt. So, ich kann jetzt überall mal gucken, ob ich denn Geschenke geben kann. Ne? Also hier seht ihr das jetzt. Diese schwarze Rose ist für Annabelle und Marie interessant. Und Annabelle ist hier sie. Und das bedeutet, die schwarze Rose kann ich ihr jetzt geben. Weil ich habe jetzt diese 150, die man braucht. Ne? Man braucht ja bei diesen, für den namentlichen, braucht man immer so 150 Güte oder 150 Charisma. Und darum kriegen wir jetzt auch 450 Punkte bei ihr. Oder eher gesagt 900, weil wir beide abgeben. Ne? Über die Abenteuergilde. Die Abenteuergilde wurde gegründet, um Nordwern zu beschützen. Mit der Genehmigung von Königin Eärlin erhalten alle Abenteurer in der Region Unterstützung von der Gilde. So, jetzt haben wir die auch schon mal ein bisschen von der Affinität erhöht. Jetzt haben wir aber nichts mehr Besonderes für sie, weil die anderen Geschenke sind für die anderen Charakter. Sie kriegt jetzt nichts mehr. Gehen wir die Quest hier ab. Opa Rainer sagt, jo, ich sag, welchen Inhalt wollt ihr sehen? Opa Rainer sagt, jo. Danke. Ja, also die Dungeons sind schwer, jo. Oder das neue Gebiet und den Kronehafen, das neue Schiff und so, jo. Unser vielversprechendstes Mitglied, das im Vernesischen Wald die Dämonenbestie besiegte. Gut, gut, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, dass du anfangs nicht sonderlich zuverlässig wirktest. Aber du und der Kerl in der Blechdose, ihr zwei schlagt euch besser, als ich dachte. Gute Arbeit, nur weiter so. Wunderbar, haben wir den auch durch? Okay, ich mach das, was ich meine, Opa Rainer. Und auch er hier hat diesen Himmelstränen Orpegio. Ja, der ist für Nivet oder für Gideon. Nivet weiß ich gerade nicht, wer es war. Aber dann können wir ihm auch jetzt 450 Punkte entlocken. Der Anfang der Abenteuergilde. Unsere Abenteuergilde wurde gegründet, um die Sicherheit von Nordwern zu gewährleisten. Wir sind bereit, uns einen Namen zu machen. Und wieder ein paar dicke Münzen. Und das war's auch für ihn, weil heute mein Tageslimit schon durch ist. Nehmen wir dafür noch die Steine mit. Hier in der Truhe 21 von diesen Kampftruhen haben wir jetzt bekommen. Das ist nicht zu glauben. So, ich muss langsam mal was verkaufen. Das hast du letztes Mal gut gemacht. Danke. So, wir gucken mal, was wir gerade aus dem Jedi verkaufen wir jetzt, weil das sind jetzt Gravuren, die ich schon in Blau habe und Lila. Ihr seht, die bringen Geld. Ja, 8 Gold. Ah, neueste Preise. Wir machen mal 7 Gold. Mal gucken, ob es hinhaut. Und er bringt nur 3 Gold. Okay, machen wir 2 Gold. Und damit haben wir das erledigt. Okay. Jetzt haben wir hier unten eine neue Quest in dieser Zuflucht. Und wir brauchen hier noch einen Mokoko-Samen. Der soll angeblich hier in Vitus anwesend sein. Ich finde ihn nicht.
Da gucke ich jetzt nochmal genauer hin. Und dann nehmen wir uns hier Schwarzmarktregeln. Mal gucken, was das für eine Quest ist. Und wir haben gerade neue Post bekommen. Das war jetzt bestimmt schon eins von den Verkäufen, was ich hier gerade in den Markt gestellt habe. Jo, da sind schon die 2 Gold für das eine Teil. So, wunderbar. Jo, das läuft doch gut. Ich muss sagen, wir sind noch bei 58,2. Ne? Wir bräuchten ein paar Sammel-Items. Aber wir können hier ja auch ein bisschen cheaten. Ne? Also mit Schwermodus könnten wir cheaten. Wir könnten auch hier noch am Hafen was angucken. Was heißt cheaten? Also das ist ja kein Cheaten, wenn man jetzt hier so Sammel-Items kauft. Meistens ist das hier die billigste, verschlüsselte Notiz, weil die braucht man nur einmal und die scheint ziemlich oft zu droppen. Gucken wir mal. Guckt, 1 Gold. Also bei mir droppt sie leider nie. Aber weil die halt lila ist, gibt die viel Prozente. So, königliche Warnung. Die blauen Sachen sind immer ein bisschen teurer. Ob wir die auch gerade kriegen für einen günstigen Preis. Ja, seht ihr, die kostet dann 24. Dickes Pergament. Schauen wir mal da. Ja, einfach um die Prozentzahlen jetzt noch ein bisschen hochzutreiben hier von dem Abenteuerfoliant. Ja, die kann man gut kaufen. Für wie viel brauchen wir, wissen wir gar nicht. Kaufen wir erstmal nur. Hä? Falsch, falsch, falsch. Kaufen, nicht verkaufen. So. Okay. Lösen wir das Ganze mal ein. Erstmal das hier, das dicke Pergament. Moment. So, jetzt. Jawohl. 9 Stück brauchen wir davon noch. Und dann verschlüsselte Notiz. So, und damit sind wir bei 60% in Nordwern und kriegen 3 Fertigkeitspunkte für unsere Skills. Vielleicht können wir dadurch wieder einen Skill hochhauen. So, und jetzt kriegen wir noch die Einladung der königlichen Händlergilde, wenn wir 70% haben. Ja, wir machen jetzt mal 9 dicke Pergamente. Die war zu teuer. Tagebuch eines Abenteuers, können wir auch mal gucken, was das kostet. Ansonsten gibt es 9 dicke Pergamente. Tagebuch eines Abenteurers. Was kostet das? Auch 20 Gold. Lass mir erstmal. Dickes Pergament. Kostet nur 1 Gold. Also kaufen wir davon 9 Stück. Und dann haben wir schon eine Sache erledigt. Sollen wir weitermachen? Ja, Aufzeichnung eines Wächters brauchen wir auch 9 Stück. Gucken, ob die auch nur 1 Gold kostet. Ja, brauchen wir auch 9 Stück. So. Und dann brauchen wir noch Amalons Tagebuch noch. Oh. Davon brauchen wir 17 Stück. Amalon. Mal gucken, alles was 1 Gold kostet, da kann man ja mal gönnen, ne? So. Und das letzte ist das Rüstungsteil eines Ritters. 24 Stück. Alles können. Sehr gut. Ein Glück haben wir viel Gold gekriegt die letzte Zeit. Aber ich könnte auch mit Rohstoffen viel Geld machen. Wäre also auch nicht das Problem. Wir müssen noch das Heiligtum des Nekromanten erkunden und wir müssen noch den Hafen erkunden. Das müssen wir auch noch machen. Okay. Erstmal die ganzen Bücher einlesen hier.
Wir haben 10 Fertigkeitspunkte. Wo gehen wir rein? In welche Linie? Hier, Feuer benutzen wir oft. Hier vorne den, ne? Den haben wir noch nicht ganz oben. Also zack. Wird der jetzt mal verbessert. Kann der mehr Schaden machen. Vielleicht kriegen wir den ja irgendwann noch mal ein bisschen höher. Das ist doch schon mal ganz gut. Mit Stufe 55, ne? Also wenn wir dann 55 haben, das dauert natürlich jetzt ewig, dann können wir wieder Verbesserungen durchführen, aber da müssen wir noch ein bisschen für tun. Okay. Dickes Pergament, alle einlesen. Alle Aufzeichnungen eines Wächters. Alle Amulettstagebücher. Und alle Rüstungsteile eines Wächters. Das sieht doch gut aus, oder? Ich finde, das sieht top aus. Ja, die sind halt teuer. Da gucken wir mal, ob wir die irgendwann mal einzeln langsam kaufen. Und 66%. Sind wir noch wieder vorangekommen. Kasrik war nicht da, der nimmt. So, wir gehen den einen Mokoko sammeln, der uns noch fehlt, und dann lohnen wir uns die Quest dort. Mal gucken, was die für Aufgaben gibt. Ihr seht, wir kommen langsam in Wern zum Ende. So, hier ist ein Geheimgang in dieses Häuschen, wo der Mokoko-Samen sein soll. Der soll irgendwo hier sein. Angeblich hier oben irgendwo. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Soll der hier in dem Gebäude drin sein? Man sieht doch hier alles sogar. Ah, vielleicht hier hinter der Treppe irgendwo. Man sieht hier alles eigentlich sehr genau. Darum verstehe ich gar nicht, wo der Mokoko-san hier sein könnte. Village. Der zeigt das. Das Bild sieht ganz anders aus. Okay, die Map sieht ganz anders aus als. Hier ist so ein eingedünschtes. Also irgendwie vielleicht hier im Vorgarten oder sowas. Vielleicht muss ich nochmal raus hier. Ja, vielleicht hier irgendwo. Da ist er. Boah, wie versteckt schon wieder, ey. Super. Mal auch hier 8 von 8. Sehr gut. Diese Samen rauben mir noch den letzten Verstand. So, aus dem Geheimgang raus und die Quest annehmen. Es kann auch sein, dass noch in anderen Bereichen Quests jetzt sind, aber erstmal nehmen wir jetzt die hier. Ziemlich. Was könnten wir hier machen? Oh, die großartige, geschäftige Abenteurerin. Würdest du einen Augenblick deiner wertvollen Zeit für mich opfern? Ich muss dringend Spezialwasser ausliefern. Es ist sehr wertvolles, reichhaltiges, erstklassiges Wasser. Wenn du nur ein Fass zu Yukin in der Taverne dort drüben bringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Sicher würde Yukin das auch zu schätzen wissen. Seitdem die Gilde damit begonnen hat, die Vorräte zu rationieren, wurden die Leute immer unzufriedener. Aber geschäftstüchtige Leute finden immer ein Schlupfloch. Komme, was wolle. Ah, da kriegen wir die Tenna-Karte am Ende. Ist eine ziemlich lange Folge. Quest. Na dann. Helfen wir mal den Geschäftsleuten hier. Schleppe ich mal wieder Fässer beim Getränkedienst hier.
Metatron Getränkedienst. Mehr Schnaps! Mir egal, ob die Dämonen draußen vor der Tür sitzen. Ich bringe dir Nachschub, Junge. Alles läuft hier. Oh, wow. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Zufälligerweise haben meine Gäste gerade nach erstklassigem Wasser verlangt. Das muss aber schwer gewesen sein. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Das schwere Fass durch die engen Gassen zu tragen. Was soll ich nur tun? Das einzige Glück in meinem Leben ist meine Tochter Jilly. Ich habe sie heute losgeschickt, um einen meiner größten Lieferanten zu bezahlen. Und sie hätte schon längst wieder zurück sein müssen. Was, wenn sie von widerwärtigen Leuten entführt wurde? Würde es dir etwas ausmachen, sie zu suchen? Sie sitzt häufig am Brunnen. Vielleicht findest du sie dort. Ja, das kann ich mal nachgucken. Oh, das ging ja einfach. Oh, die sind im Boden gefallen, wie es aussieht. Flutsch, weg war sie. Ach, hier drin ist sie. Was? Wer bist du? Waldo, Liebling, Hilfe! Ich werde beraubt! Dein Vater macht sich Sorgen um dich. Dein Vater macht sich Sorgen um das Geld, das er dir gegeben hat. Was hat er gesagt? Wir sagen das Letzte. War bei den Göttern. Bist du eine neue Mitarbeiterin oder so? Ich habe getan, worum er gebeten hatte. Ich habe nur die Zeit vergessen, während ich mich mit Waldo hier unterhalten habe. Ich kann nicht glauben, dass dich Papa nach mir geschickt hat. Meinst du nicht auch Honigbienchen? Waldo. Ja, das tue ich. Ich liebe Jilly. Eines Tages werde ich sie heiraten. Das wollte ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ich dich schon einmal gesehen habe. Arbeitest du für Herrn Junkings? Oh oh, Fremde dürfen nichts von dem Durchgang erfahren. Ich glaube, du solltest mit Vito sprechen. Okay. Jetzt werden die hier auch mal eine Rolle kriegen. Also jetzt haben die auch mal eine Rolle, wollte ich gerade sagen. Ich denke die ganze Zeit schon, was laufe ich hier durch das Gebäude immer rum. Jetzt haben sie eine kleine Quest. Arbeitest du für Yuking? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Ich kann nicht glauben, dass Yuking einen Grünschnabel hergeschickt hat. Ich muss mit ihm mal ein Wörtchen reden. Die Brennerei meiner Familie sollte geheim bleiben. Du kannst doch ein Geheimnis für dich bewahren, oder? Ich habe einen Auftrag, den du nicht ausschlagen kannst. Wir waren einmal die reichste Familie der Stadt. So reich, dass wir, ohne mit einer Wimper zu zucken, große Geldsummen an die Abenteurergilde spenden konnten. Doch das ist jetzt Geschichte. Meine Brüder sind fern der Realität. Der eine ist in ein Mädchenfanat und der andere in kuriose, exotische Gegenstände und träumt eines Tages ein Abenteurer zu sein. Um die Familie zu unterstützen, musste ich in die Schwarzbrennerei einsteigen. Aber jemand muss davon Wind bekommen haben. Es wurden Poster, die mein Geschäft auffliegen lassen, aufgehängt. Könntest du die Poster abnehmen? Ich werde dich auch dafür bezahlen. Jo, können wir tun. Wenn, dann machen wir jetzt hier auch die Quest durch, ne? Ist doch klar. So ein bisschen Geschichte. Hier waren wir nämlich nur ganz kurz in Vitos Anwesen und in dem ganzen Bereich hier. Wir waren ja hier eigentlich nur für die Abenteurergilde kurz zu besuchen. Ich bin Silberspeer! Oh, das ist so erschrecken, Junge. Warte auf mich! Alter. Er schreit hier einfach rum. Ich bin Silber und ich hab nichts mit Bösem gerechnet. Kommt von hinten angelaufen, läuft mich fast um. Die Jugend von heute, du. Frech, frech. Ja, Poster ist weg. Muss auch noch irgendwo eins sein? Ja, da hängt noch eins. Ich bin Silberspeer! Warte auf mich! Jetzt läuft einer hier rum. Oder die? Ist das überhaupt ein Junge? Ja, soll es glaube ich sein. So, auf in den Norden? Mutig, sehr mutig. Alle Poster sind weg. Sehr schön. Aber das finde ich gerade das Schöne, ne? Dass so NPCs hier einfach rumlaufen. Und irgendwas sagen, was keinen Sinn macht, aber einfach eine Geschichte haben. Einfach
einfach halt was sagen. Ja? Das ist halt, bringt Leben in die Bude. Und vor allen Dingen sieht man, dass Amazon dann sagt, komm, das übersetzen wir. Dann nehmen wir uns einen Synchronsprecher für. Das zeugt davon, dass die auf das Spiel committed sind. Bei New World sieht man das gar nicht. Hier bei Lost Ark sieht man es schon. Danke, endlich kann ich nachts wieder schlafen. Ich bin nicht aus freien Stücken ein Schwarzbrenner, sondern weil ich irgendwie überleben muss. Aber meine Aussichten sind eher düster. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie sonst unterstützen soll. Okay. So, die Folgequest ist unten. Ich habe hier noch ein paar Ratgebersachen am Hafen, die wir machen müssen, aber das machen wir danach. Wer bist du? Bist du Mitglied der Abenteuergilde? Ich habe gehört, wie du mit meinem Bruder gesprochen hast. Du hast die Poster abgehängt, was? Meine Familie ist noch nie so tief gesunken wie in dieser Generation. Unser Urgroßvater war ein anerkannter Forscher und sein Sohn ein Geschäftsmann, der Handel mit den Goblins trieb. Aber mein eigener Bruder bringt mit seiner illegalen Schwarzbrennerei Schande über unsere Familie. Du siehst mir nicht wie die Sorte Abenteurerin aus, die für Geld ihre Seele verkaufen würde. Der Ausdruck in deinen Augen sagt mir, dass du ehrenvoll bist. Würdest du mir helfen? Bitte bringe diese Plakate im Wohngebiet zu Veronika. Sie wird noch mehr Aufträge für dich haben. Okay. Veronika. Nee, ist klar. Rudi. Okay, hier raus. Ich kenne Veronika. Veronika ist ja auch ein Name, du. Ja, Veronika hat fesches rosa Haar. Die Veronika. Auf einem Botengang für Meister Verto. Oh, also machst du das diesmal. Klar, gehen wir an die Arbeit. Siehst du die Poster? Hänge sie für alle sichtbar auf. Komisch, oder? Auf eine Art, das schmachvolle Familiengeheimnis zu lüften? Ist das egal, ich mache immer noch Geld. Wenn sich diese reichen Brüder zanken. Also husch husch, häng die Poster auf. Super, die Brüder. Der eine hängt die Poster ab, der andere hängt sie auf. Nee, wie crazy sind die denn, ey? Was haben wir denn da für eine Familie getroffen hier? Das ist ja wieder die wahre Wonne. Ich glaube, die mögen sich nicht so wirklich. So, fertig. Poster hängt. Du bist fertig? Gut. Keine Sorge, mein Bruder weiß nichts davon. Er hält mich für seinen dummen kleinen Bruder, der ein Abenteurer sein will. Ich hoffe, ich bringe ihn dadurch dazu, seine Hände von dieser illegalen Brennerei reinzuwaschen. Ich will mich nicht mehr schämen müssen, wenn ich unter die Dorfbewohner trete. Gute Arbeit, hier ist deine Bezahlung. Jo, und die letzte Quest kriegen wir nochmal bei ihm oben. Ah, da bin ich mal gespannt, ob wir durch sind. Hey, Gariane, sag mir die Wahrheit. Wer hat dich gebeten, diese Poster aufzuhängen? Ach, komm, mir doch egal. Sollen sich die Köpfe einschlagen? Verto hat mich gebeten. Ja, Wahrheit ist immer die beste Taktik. Danke, dass du meinen Verdacht bestätigt hast. Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder sich in mein Geschäft einmischt. Dieser verräterische Verto. Ich werde ihn augenblicklich aus dem Haus werfen. Tudu. Das ist jetzt nicht so gut für Verto gelaufen. Aber Sprungsteine, das ist gut. Ich weiß, mein Bruder hat es herausgefunden. Ich wusste, dieser Tag würde kommen. Trotzdem habe ich Angst. Muss ich jetzt auf der Straße schlafen? Was, wenn ich verhungere? Aber ich bereue nichts. Es war das Richtige. Oh, jetzt schon wieder hochlaufen. Wollt ihr mich verarschen? Nee. Das hätte doch jetzt fertig sein können. Butler, Meister, ein Goblin steht vor der Tür. Er sagt, er käme als Gast. Was? Ein Goblin? Wurde Ranirot angegriffen?
Du sagtest, es wäre ein Gast, aber warum? Ach, Gariane, ich heure dich an, ich bezahle dir so viel, wie du willst, aber geh bitte da raus und kümmere dich um diesen Goblin. Was passiert jetzt schon wieder? Ja, morgen kommen alle, da gibt's Hase mit Klößen und Rotkraut, Rosenkohl und danach Ei oder Erdbeeren. Boah, wie lecker, ey. Also Hase mit Klößen ist lecker und Rotkohl, Rotkraut. Ja, ich kenne Rotkohl, heißt das bei uns. Ja, vielleicht bei euch Rotkraut, okay. Aber Rosenkohl passt doch da nicht zu, oder? Rosenkohl? Ich weiß nicht, also zu Hase, keine Ahnung, geht schon, ne? Der arme Osterhase, ihr seid ja gemein. Da kommen die Kinder, freuen sich so voll über den Osterhasen, sammeln irgendwie die Eier im Garten und so und dann... So, den Osterhasen haben wir geschlachtet hier, jetzt können wir dann essen. Du bist ja gemein, Opa Rainer, was macht ihr denn für Dinger? Ich hoffe, deine Enkel sind nicht zu klein. Hängst du noch irgendwie so ein künstliches Fell auf, so von wegen... Eben ist er hier noch gehoppelt. Krass, Hase zu Ostern. Nee, ist klar. Aber generell hört es sich lecker an. Ja, bei uns gibt es Schweinemedaillons mit Spargel und Kroketten, kein Hasen. Wie lustig. Okay, da ist echt ein Goblin angekommen. Nanila. Oh, bist du nicht Gariane? Die Retterin des Panawaldes? Die große Fremde der Welt? Mein Vater, der älteste Balu, würde dich gerne persönlich kennenlernen. Das hier gehört Ricardo, oder? Ich möchte zu ihm. Vater sagte, dass er nett zu uns Goblin ist. Also lass uns gemeinsam Geld scheffeln. Berge von Geld. Ricardo, das ist der Name meines Großvaters. Stehen sie beide hier draußen rum. Bruder, das ist die Gelegenheit. Wir müssten sie beim Schopfe packen. Das ist eine Goblin-Goldmünze. Sie wurde uns von dem Goblin-König jenseits des Meeres geschenkt. Sie trägt das Siegel seiner Majestät. Der große Gob hat die Sonne verschlungen, den Mond festgehalten, die Sterne gefangen und sie in Goldmünze verwandelt. Der heilige Gob erzählte dem Gob-König, wie er Goldmünzen in Form von Sternen fertigen kann. Es heißt, der Goblin-König, der auf einer weit, weit entfernten Insel lebt, ist beim Anblick einer Goldmünze sehr erfreut. Mein Vater, der älteste Balu, hat dieses Zeichen des Wohlwollens geschickt, damit wir Handelspartner werden können. Also, wo ist Ricardo? Bei den Göttern, die Goblins sind wieder da. Wir haben nichts mehr von ihnen gehört, seit Großvater verstarb, und jetzt sind sie zurück. Ja, das ist die Gelegenheit. Wenn wir den Handel mit den Goblins wieder aufnehmen, können wir unsere Familie im Nullkommanichts wieder auf die Beine helfen. Werto hat recht, ich ziehe mich aus dem Schwarzbeinerei-Geschäft zurück. Das habe ich nur getan, weil ich es musste. Aber nun nicht mehr. Du kannst gehen, vielen, vielen Dank. Ich werde dich gebührend belohnen. Tidi, fertig. Eine Karte bekommen und wieder ein paar Sprungsteine. Sehr schön. Und damit haben wir eine neue Quest, nämlich in der Abenteuergilde oben. Haha, so geht's immer weiter. Na, ist schon faszinierend, dass hier eine Quest nach der anderen freigeschaltet wird und sich dadurch unsere Zeit in Vern etwas verlängert. Ja, damit muss man immer rechnen. Irgendwelche neuen Storys gibt es immer mal wieder. So, was will die Abenteuergilde jetzt von uns? Warum gibt's hier? Das hast du letztes Mal gut gemacht. Danke. Haha, da. Das ist was Neues. Ich habe gerade einen ganzen Stapel anonymer Briefe über jemanden erhalten. In einem davon heißt es, dass diese Abenteuerin jemanden im Leben gerettet hat, und in einem anderen steht, wie die Ehre seiner Familie gerettet wurde. Manche stammen auch von den Flüchtlingen, die ihre Hilfsgüter von den Abenteurern erhalten haben. Natürlich ist die Rede von dir, Gariane. Verstanden? Und jetzt geh zu Annabelle. Sie hat eine Belohnung für dich.
Okay, gute Briefe. Hört man immer gerne. Der größte Krieger der Stadt. Hallo Abenteurerin, willkommen. Gemäß unserer Gildenrichtlinien werden Mitglieder, die von Gildenmeister anerkannt werden, mit einer Plakette geehrt. Die Plakette für Krieger von Rainerod ist eine in reines Gold gefasste silberne Plakette, hä? In die dein Name eingraviert ist. Nun, das haben wir früher so gemacht, doch aktuell lässt unser Budget so eine luxuriöse Plakette nicht zu. Lass mich dir stattdessen einen Titel verleihen. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt die Wächterin Ranias. Sehr schön. Das ist doch schon mal gut. Haben wir einen neuen Titel, wie es aussieht, bekommen. Und jetzt sind aber auch endlich die Quests alle durch. Jawohl. So, jetzt gucken wir nochmal. Hier gibt es noch das Balanka-Gebirge. Ist da noch was offen? Das sieht gut aus. Hier ist alles fertig. Jetzt brauchen wir nur noch den Aussichtspunkt zu besuchen. Dann haben wir den auch fertig. Und noch einen named, die Nummer 13, zu killen. Die sind aber an der gleichen Stelle, deshalb sind wir gleich auch schon durch. Hier oben. Die Nummer 13 ist die hier, ne? Ihr seht also wieder zwei Sachen, die wir jetzt schnell erledigen können. Das läuft doch super gerade hier im Moment. Ups, hier lang. Ja, hier die Ecke hätte man ja auch eigentlich nicht gemusst. Ah ja. Was sehen wir denn hier Schönes? Nichts Schönes. Ja, da haben wir uns schon durchgekämpft. Durch diese ganzen Pentagramme oder so. Da geht es ja zu diesem, wie nennt sich das? Zu diesen Elveria-Ruinen oder sowas. Das müssten wir hier irgendwo named finden. Keiner da, ne? Ah ja. Toll, jetzt finden wir so ein grünes Buch. Jetzt ist es zu spät. Jo, 68,8%. Ja, schade. Das mit der Händlergilde sind wir noch nicht freigeschaltet. Dafür müssten wir jetzt noch ein schweres Dungeon laufen. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir nämlich weiter durch die Gegend. So, also hier sind wir durch. Alle Mokoko-Samen. Alle Nameds. Named. Brauchen wir also nichts mehr zu machen. Das schwere Dungeon machen wir später. Also da gucken wir hier im Festner Hochland. Keine Quest. Alle Mokoko-Samen brauchen wir nichts mehr zu machen. Alle Mokoko-Samen, keine Quest, brauchen nichts mehr zu machen. Alle Mokoko-Samen, keine Quest, brauchen nichts mehr zu machen. Mokoko-Samen, Quest, nichts mehr machen. Hierfür sollen wir zur Schildkröteninsel, das ist okay. Ja, die Quest bei der Königin. Jo, geht's doch Richtung Ende jetzt. In anderen Gebieten sind wir jetzt überall fertig. Dann hören wir mal die Beziehungsquest uns von der Königin an. Wir hängen hier gerade auf 460, 600 ist das nächste Ziel, ne? Dieses Chaos Dungeon Yawn. Aber erstmal mit der Königin quatschen gehen. Was sollen wir für sie denn jetzt beziehungsmäßig erledigen? Ja, und dann können wir uns mal umgucken. Wir haben hier noch einmal sollen wir Prüfungsarena mitmachen. Das andere Thema, was wir machen sollen, ist, wir sollen Moment, hier das alte Elveria mitmachen. Das Abgrund-Dungeon. Und das weiß ich nicht, was es ist. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich dachte, das hier ist das alte Elveria. Aber irgendwie scheint das nicht als Abgrund-Dungeon zu gelten. Keine Ahnung, was der Unterschied ist. Dann gucken wir gleich mal.
Alle hier auf der Burg haben nur noch ein Gesprächsthema. Dich. Hoho, ich freue mich darüber, mehr großartige Dinge über dich zu hören. Manche in der Burg benötigen deine Hilfe. Würdest du ihnen unter die Arme greifen? Ja, klar. Machen wir noch eine weitere Quest hier. So. Ja, wieder zu Avele. Immer zwischen den beiden hin und her. Die eine schickt die andere weg. Die nächste macht da auch wieder was. Also die beiden, die könnten sich auch einfach mal zum Kaffee treffen und dann alles besprechen, statt mich immer hin und her zu schicken, oder? Das ist doch nicht korrekt. Ich schlaufe mir hier die Beine im Bauch. Auf den schönen Pumps. Hallo. Würdest du das hier bitte Ihrer Majestät geben? Ja, wie, was? Es ist ein Bericht aus dem Norden. Sie verlangte so früh wie möglich danach, also beeil dich bitte. Hab Dank. Du willst mich doch jetzt auf den Arm nehmen, oder? Also irgendwann brechen mir die Hacken ab hier, die Absätze ab und dann... Ein Schuhhändler habe ich noch nicht gefunden hier im Spiel. Oder ein Schuster. Man kann ja wohl wahr sein, Frechheit. Starrköpfige Narren. Sture, engstirnige Deppen. Wer ist da? Also? Eure Majestät, geht es euch gut? Alles in Ordnung. Verstanden. Du da. Komm hier rüber. Schnell. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Oder irgendwie so. Oh, was... Was führt dich her? Du hast das doch nicht gehört, oder? Ja, aber was hast du für Probleme? Ich habe Beschwerden vernommen. Dort, auch eine Königin braucht hin und wieder etwas Zeit für sich. Und ich hatte gerade einen solchen privaten Moment, bevor du kamst. Weißt du, ich habe diese Seite von mir nie jemandem anderen gezeigt. Das bleibt unter uns, hast du verstanden? Da du schon hier bist, würdest du mir Gesellschaft leisten wollen? Zuerst jedoch solltest du die Türen überprüfen, damit das alles hier unter uns bleibt. Okay. Sie braucht Ruhe. Die Königin benötigt Abgeschiedenheit. Glücklicherweise ist niemand in der Nähe. Sehr gut. Dann hat sie ja ihre Ruhe jetzt. Gut. Jetzt kann ich frei sprechen. Tatsächlich bin ich äußerst unzufrieden mit diesem schwachsinnigen Senatoren. In letzter Zeit wollen sie in jeder Sitzung immer wieder dasselbe besprechen. Und es ist eine reine Zeitverschwendung, da sie nie zum Punkt kommen. Sie faseln nur, was immer ihnen in den Sinn kommt. Sie sind gerade einmal 80 Jahre alt und bereits schwer vom Begriff. Sie langweilen mich so sehr, dass ich kein Interesse mehr daran habe, mit ihnen zu sprechen. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Hast du nicht irgendwelche spannenden Geschichten zu erzählen? Sprich über deine Abenteuer. Großartig. Ich lese ständig Bücher darüber. Als Königin ist es nicht einfach für mich, Vern zu verlassen. Deshalb hilft mir das Lesen zumindest indirekt etwas zu erleben. Das Reden über Abenteuer weckt nach mir den Wunsch, mich selbst auf eins zu begeben. Würdest du mir dabei helfen? Eigentlich bist du die Einzige, die diese Seite an mir kennt. Du hilfst mir doch, oder? Ja, klar. Ja, in dem Fall bin so gnädig, deine Hilfe anzunehmen. Ich wusste, du würdest mir helfen. Also, könntest du die Wache von meiner Kammer ablenken? Es ist so schwierig, an ihnen vorbeizuschlüpfen, dass es mir noch nie zuvor gelungen ist. Vielleicht schaffe ich es diesmal mit deiner Hilfe. Ich verlasse mich auf dich. Verstanden? Ja. Ich probiere es schon mal irgendwie hier.
die Ritter abzulenken. Lenke Beric den Angehörigen der Ritter ab. Eieiei, jetzt versuche ich ja, dass die Königin mal weglaufen kann. Na, das gibt ja Ärger. Kann ich helfen? Ja. Und zwar, Ihre Majestät ist verschwunden, könnten wir sagen. Da drüben ist ein seltsamer Mann. Und jetzt könnten wir sagen, überrasche sie. Wen sie. Jetzt haben wir aber die 90 Mut, die sonst uns bei Gesprächen gefehlt hat. Das ist gut. Götter, was geht hier vor? Ich war für einen Moment nicht ganz bei der Sache, aber ich bin sicher, alles ist... Was? Oh nein, wo ist Ihre Majestät? Sie ist verschwunden. Verdammt. Macht euch sofort auf die Suche nach ihr. Habe ich die? Oh, ich habe die Königin verschwinden lassen. Wusch. Kein Herz mehr da. Ha. Ja. Tüdelü. Die Königin ist weg. Da hatte Gerin ja wieder was angestellt, oder? Eine Königin oder mehr könnte ich Königin werden. Ersatzkönigin. Das war bestimmt die Schneekönigin und die ist aufgetaut. Jetzt sieht die keiner mehr. Nur die Eiskönigin oder wie heißt sie? Ne? Also, von wegen Eis, aufgetaut. Nee, ist klar, okay. Opa Reinhard sagt schon wieder, ich erzähl Stuss. Das muss. So. Wie jetzt? Hey du, ich bin hier. Guck mal da. Königin. Hat sich hier einfach mal so ganz so unter das Publikum geschlichen. Wie nice ist das denn? Macht ihr Party mit? Das geht ja nicht ab. Ich hab ihn drauf. Da, ein Hase. Boah, wie schön die zaubern können hier. Es hat funktioniert. Mit dieser Kapuze wird mich sicher niemand erkennen, solange ich vorsichtig bin. Sehen wir uns also etwas auf dem Burggelände um, hm? Ich bin durstig. Kannst du mir etwas zu trinken bringen? Ich würde sterben für etwas Apfelsaft aus dem Geschäftsviertel. Ich warte hier auf dem Platz auf dich. Das Schöne ist ja, dass die Königin jetzt so wirklich mit uns interagiert, ne? Also, dass wir jetzt wirklich auch die Königin mal draußen sehen und dass diese Beziehungsquest jetzt mal eine ganz andere Seite von dem NPC zeigt. Du bist unglaublich! Einfach die Beste! So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Belohnungen eintauschen können. In Nereas Taverne. Kennt ihr ja manchmal. So, nee, wir brauchen noch zwei. Wir müssen noch ein bisschen was abbauen. Dann kriegen wir noch zwei Weltenbaumblätter. Dann können wir da was eintauschen. Und hier. Ne, die Aura haben wir gerade eingetauscht. Das nächste wären dann 50 Vitalität. Und dann eine lilane Rune für unsere Zauber. Nice. Okay, sehr schön. Übrigens dieses hier, ne? Ist es nicht schön, diese Aura? Doch. So, kaufen wir was Apple Juice. Avel, du bist unglaublich. Mein Kind möchte ein Abenteurer werden. Lieber Apple Juice als Beetlejuice. Das schmeckt dann nicht so gut. Eiskalter Apfelsaft. Okay. Ah, neue Kundschaft. Hier, nimm eine Flasche. Dankeschön. Kommen wir zur Königin. Wohin soll ich als nächstes reisen? Was ist das für ein süßes Vieh hier? Was ist das da? Ein Bär oder was? Das ist ein Kind. Ja, super. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Bärchen oder so. Aber da war ein Kind mit einem komischen Helm auf. Ich denke, warum läuft hier ein Ewok rum? Ich liebe Ewok. Und? Was passiert als nächstes? Ich will es wissen. Sag es mir! Sag es mir! Ihr seid bei der Königin. Oh, gute Arbeit. Jedes Mal, wenn ich vorbeigekommen bin, wollte ich mir was zu trinken holen.
Und da hast du Apfelsaft. Bitteschön. Moment, F5. Ich trinke mir jetzt mal schnell selber. Das tat gut. Nein, natürlich nicht. Es geht doch nichts über ein erfrischendes Glas Saft nach einer netten Unterhaltung. Die Macht des Safts. Worum ging es gerade? Ich habe Ihnen ein Märchen erzählt, das ich früher einmal als Kind in der Bibliothek gelesen habe. Gerade als es interessant wurde, habe ich aber aufgehört, um Sie auf die Folter zu spannen. Hihi, ich will, dass Sie den Rest der Geschichte selbst lesen. Es freut mich, wie glücklich diese Kinder aussehen. Ich mag es hin und wieder einfach so mit meinem Volk zu sprechen. Ich danke dir, jetzt kehre ich aber besser auf Burg Wern zurück. Kannst du den Kindern das hier geben? Erlin ist fort. Was ist das? Wow, ein Bilderbuch! Die spricht ja mehr als gedacht. Das ist die Geschichte, die die hübsche Dame uns erzählt hat. Danke, ich werde es zusammen mit meinen Freunden lesen. Okay. Kehre zu Erlin im Palast zurück. Jo, das machen wir jetzt auch. Und dann ist auch für heute Schluss. Ist zwar schade, aber es ist halt schon 3 Uhr nachts, ne? Und heute ist Ostern. Da muss man ja auch ein bisschen was mit Nichten, Neffen und so weiter der Familie tun. Deshalb, ne, jetzt langsam wird Zeit, schlafen zu gehen. Von jetzt an 8 Stunden bedeutet irgendwo aufstehen. 8 Stunden ist Schönheitsschlaf wichtig, ne? Von daher jetzt noch kurz die Quest hier abschließen. Und wir müssen eigentlich noch zum Hafen, müssten noch so viel erledigen. Aber, tja, irgendwann muss es auch mal. Das Schönste hört auch irgendwann mal auf. Danke, dass du mir geholfen hast, der Realität kurzzeitig zu entfliehen. Und natürlich würde ich deine Hilfe hin und wieder liebend gerne erneut in Anspruch nehmen. Hihi, wir teilen nun ein Geheimnis. Sehr schön. Ihre Majestät hat Urlaub. Wurde abgeschlossen. Das ist doch schon mal super. Morgen geht's dann hier weiter. Ne, morgen nicht. Das Ostersonntag, Ostermontag werde ich, glaube ich, nicht streamen. Aber auf jeden Fall geht's dann weiter im Hafen. Hier ist auch noch ein Aussichtspunkt, den wir machen müssen. Dann kriegen wir vielleicht auch noch hier diesen Hafenaussichtspunkt und dann auch die 70%. Da kriegen wir auch noch diese Händlergilden-Quest. Also ihr merkt schon, wenn wir jetzt auch noch ein bisschen was bauen, irgendwann hier kochen, dann kriegen wir die 70 auf jeden Fall geknackt. Und was im Hafen passiert, sehen wir auch. Morgen. Oder nach Ostern. Je nachdem, wann ihr das Video dann auf YouTube seht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt schön. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch zu Ninja mitwechseln. Der spielt Elder Scrolls Online. Mal gucken, was er da spielt. Und dann gibt es nochmal 250 Gary-Punkte für euch. Also, schöne Ostern wünsche ich euch. Schöne Ostertage. Feiert schön, erholt euch gut. Wir sehen uns auf dem PTS in ESO oder hier in Lost Ark in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut. Bye, bye. Gute Nacht. Ciao, ciao. Arrivederci. Auf Wiedersehen.